Timo Kalbfleisch ist Sportübungsleiter. Sven Mammerow Vollzugsbeamter. Der Mann im gelben Shirt ist Insasse in der JVA Schwalmstadt. Dieses Trio absolvierte zusammen einen Fußball-C-Lizenzlehrgang in der JVA. Voraussetzung war ein motorischer Einstiegstest, den insgesamt 26 Kandidaten versuchten. Am Lehrgang teilnehmen konnten am Ende nur 11 Mann. Ich denke, im Sport, jeder möchte diesen Schein erlangen, bekommen. Man muss viele Übungen zusammen durchstehen. Deswegen sehe ich das so ein bisschen in dieser Situation Sport mehr so auf einer Höhe. Man muss zusammen arbeiten, man muss zusammen diese Trainingskonzepte erarbeiten. Und zwar unter der Leitung des Hessischen Fußballverbandes, der sowohl mit Haupt- als auch Ehrenamt den Lehrgang begleitete. Die Idee der Justizvollzugsbeamten wurde erstmals gemeinsam in die Tat umgesetzt. Also ein zentraler Auftrag der Fußballverbände ist ja auch der Wertetransport. Und dazu gehört eben halt auch der Wert Respekt unter anderem. Und vor allen Dingen mit dem Ziel, Menschen eine Perspektive zu geben, sind wir hier rangegangen. Und somit wollen wir Menschen in den Vereinen auch weiter begleiten, die irgendwann ihre Haft verbüßt haben, die dann wieder in die Freiheit entlassen werden, um sie in die Gesellschaft zu integrieren und ihnen eine Chance zu geben. Und wo geht das besser als in einem Fußballverein, wenn ich Menschenarbeiter. Eine klasse Sache. 9 Straftäter und 2 Beamte kickten, lernten und arbeiteten zusammen. Schwerpunktinhalte waren Kinder- und Jugendtraining. Eine entsprechende Tätigkeit als Coach wurde als zukünftiges gemeinsames Ziel definiert. Trotzdem es noch bei dem einen oder anderen eine Weile dauern wird, die Motivation war hoch. Weil mir der Sport, der Fußballsport an sich sehr am Herzen liegt, ich selber kleinen Sohn habe, der auch gerne spielt und einfach auch lernen wollte, wie man das auch anderen vermitteln kann, den Sport, weil es einfach der beste Sport der Welt ist. Am Ende des Lehrgangs stand eine Prüfung, so wie es üblich ist. Dafür galt es zu lernen, zusätzlich zum Arbeitsalltag. Das war allen Beteiligten klar. In dieser altehrwürdigen Einrichtung nähe Marburg wird nach modernsten Standards gearbeitet. Anstaltsleiter Dr. Gunter Fleck und seine Mitarbeiterschaft sehen den Vollzug als Vorbereitung auf ein Leben nach der Haft. Marek Paluschak entwickelte im sportlichen Kontext die Idee, eine Trainerausbildung anzubieten. Aber nicht einfach so. Er präsentierte den Verbandsvertretern vor dem Start ein psychologisch begleitetes Selbstmodifikationsverfahren, erfahrungsorientiertes Lernen mit klaren Zieldefinitionen aller Beteiligten. Für uns Sportler oder auch für mich natürlich ist ein Projekt, ein Sportprojekt, ein Mittel zum Ziel. Und der Ziel ist für uns immer nie wieder Straftaten. Nie wieder wollen wir die Gefangenen hier zurück in der Anstalt sehen, die nochmal kommen. Verbunden mit guten Wünschen wurde den 11 Absolventen ihr Zertifikat überreicht. Für die neuen Insassen kann das in Zukunft ein Fahrschein sein, um auf den Resozialisierungszug aufzuspringen.